Einen klubschigen Gruß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen Paragon. Wir sind hier natürlich wieder mit guter Unterstützung unterwegs. Ich könnte ja mal alle Hallo sagen hier. Hallo. 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 Ja, ich bin also natürlich auch mit am Start. Und ja, der Klubschi musste gerade bei der Begrüßung improvisieren. Denn ja, wir haben einen neuen Kanalnamen und er hat jetzt gar keinen Plan, was er da macht. Auf jeden Fall teste ich heute den neuen Helden Nabash. Nabash oder wie auch immer heißt. Da kommt er angewackelt. Ein Tank und Supporter. Ich finde ganz geil schon mal vom Aussehen her, hat natürlich auch super Fähigkeiten, wenn man sie denn richtig einsetzt. Und ich habe schon eine Runde mit ihm gespielt. Will jetzt testen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann würde ich sagen, campen wir hier mal im Jungle, warten auf die Minions. Ich finde ihn ja geil, nur ich kann mir den Lifestyle von dem Typen nicht vorstellen, weil der hat die Trommel direkt vor den Eiern hängen. Der muss doch impotent sein, Mann. Das geht doch nicht. Oder hat da drin einfach irgendwas, was ihn die ganze Zeit einen befriedigt? Ja, wahrscheinlich. Das wäre natürlich auch was. Der besorgt es sich beim Trommeln immer selber, ne? Er löst da drin immer solche geilen Schallenwellen aus, dass sie einfach so richtig stimulierend sind. Genau. Gut, wir wollen heute mal was testen, denn Nabish hat ja eine Fähigkeit mit Kreis, wo er halt um sich selbst und für seine Verbündeten so eine Zone hat, wo man drin geheilt wird, plus 6 Lebensregeneration dazu. Ja, Anfang. Und der Glubschi spielt Rampage, der ja auch so schon sehr viel Heilung hat, wie alle, die ihn kennen, wissen. Deswegen wollen wir mal gucken, wie das läuft, wenn wir das kombinieren, wie man da so übertreiben kann. Ne? Ja, also ich kann natürlich auch gleich mal zeigen, ich habe auch noch eine gute Karte mit, da habe ich so schon alleine auf einer Lane später 34 Lebensregeneration. Oh, jetzt habe ich den gekriegt. Kein Ding, nimm einfach. Auf jeden Fall denke ich mal, die Lebensregeneration, die du bekommen wirst, wird ganz, ich will jetzt nicht OP sagen, aber sie wird nicht schlecht sein. Du weißt ja, was ich meine. Wenn ich 34 selbst habe auf einer Lane und dann, wenn du voll aufgebessert hast, kriegt man ja 18, glaube ich, noch dazu. Ja. Dann kann man was anfangen. Alter, das kommt der hier an und snackt mit den Kleinen ab? Ich werd nicht mehr. Okay, dann gehe ich wieder. Red mit dir selber. Jetzt fängt schon wieder an. Ciao. Alter, ich hab den Minion geklaut, ja? Ey. Komm. Ein Minion mehr oder weniger, ja, das ist schon. Ja, sorry, es war eins von diesen seltenen OP-Jungle-Minions, die man ja nie in diesem Spiel trifft. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, die sind richtig selten. Ja, daran habe ich nicht. Achtung, Grux kommt zu euch rüber. Nach rechts. Nach rechts. Direkt okay. Mittig. Da ist er. Da unten ist er. Ach komm, ich nehme mal hier den Damage-Buff mit. Gut, wir arbeiten im Moment daran. Zu dritt sind wir jetzt mittlerweile schon als YouTuber. Ich, Klubschi und der Twins Cube. Dass wir unsere Community zusammenschließen, da zu dritt was machen dann. Das wird alles noch genauer in dem Video erklärt. Es werden Paragon-Turniere kommen. Es werden mehr Community-Aktivitäten kommen. Von unten links kommt noch einer, Gillian. Von unten links kommt noch einer. Öfter gegeneinander spielen und ich muss mich hier jetzt konzentrieren. Könnt ihr mich da gebrauchen auf der rechten Seite oder? Nee, noch geht's. Also ich gehe jetzt ganz kurz weg und riste eine Karte aus. Und dann komme ich wieder. Das war im letzten Video auch so geil. Vorm Video hatte ich einfach mal gesagt, ja, wie wär's denn mal, wenn man so ein Paragon-Turnier mal in Anlauf nimmt, da könnte man ja eventuell mal was starten, wenn du willst. Und du einfach im Video, ja, eventuell kommt mal ein Paragon-Turnier. Ich mir so, okay, war zwar nur ein Vorschlag, aber du haust direkt raus. Ja, das Ding ist ja, das war, so war geil. Zwar, so wie es da ankam, deine Idee, aber ich hatte da vorher schon Abonnenten, der meinte, mach da mal ein Turnier. Da habe ich gesagt, ist in Arbeit. Ja, ist in Arbeit. Wir haben zwar noch nicht ganz angefangen, aber ist in Arbeit. Ja, ich habe da schon so ein paar Planungsmaßnahmen, wo ich mit angefangen habe, weil es ist schwierig. Du musst wirklich Fünferteams haben. Man kann nur als Fünferteam gegeneinander spielen. Und sage ich jetzt mal, so viele Fünferteams dann zusammenzukriegen, wo das alles mit der Organisation und so weiter klappt, ist nicht einfach, ne? Ja, das stimmt. Dann bin ich wieder. Und ich will ja auch, dass wenn ich dann ein Turnier mache oder wenn wir ein Turnier machen, dass das läuft.
Ja, nicht so wie das eine Rocket League Turnier da, wo dann alle einfach so ja, auf einmal abspringen. Ich auf euer B-Team oder was das war, wirklich einen Monat warten musste. Alter, das geilste war unser C-Team, ja. Das hat gar nicht gespielt. Oh, die haben sich Zeit gelassen, ne? Oh ja. Aber das hat mich ehrlich gesagt auch selbst ordentlich genervt, weil ich da halt der Mittelsmann war. Und dann stand ich da halt ja, immer sowas zwischen. Ja, sowas ist dann immer scheiße, aber da konntest du ja gar nichts für. Na, oh, da kommt Grace da. Wie wär's denn mit dem Stein, Murdoch? Ich glaube, der steht auf Steine, ne? Ich auch. Ja, ich weiß. Hast du ihm schon deine Steinsammlung gezeigt? Bin gerade dabei. So. Ach, scheiße. Nein, komm her. Oh, nein, nicht du. Nein. Ergeht dir, hast du deine Ulti? Ah, ne, doch, ja. Hast du sie? Aua. Okay, warte, dann zieh ich ihn gleich ran. Komm mal näher zu mir. Versuch ihn mal ranzuziehen. Alter, bin ich der Skiller vor dem Herrn, dass ich da davon gekommen bin. Er hält Abstand. Also vor mir ist jemand am Verbluten, der vorhin fett gepostet hat, dass er den Gegner platt macht. Ja, ich hätte ihn auch geplättet, aber Kux kam noch an. Aber ich war halt zu skillig, dass ich noch davon gekommen bin. Der gerade in der Mitte war, ich weiß nicht, welcher Gegner das jetzt war, geht nach rechts rüber. Genau mittig. Murdoch war das. Und ich brauche hier Hilfe, denn wir verlieren gleich unseren Turm. Warte, dann komm, ich mag. Bleibst du kurz hier, dann geh ich da kurz her. Ich komm schnell. Der ist gleich down. Ich kann nicht drauf gehen, weil ich nicht genug Leben habe. Ah ne, warte, ich bleib mal kurz hier bei dir. Nee, da, ja, komm. Er geht weg, ihr könnt da bleiben. Okay. Okay. Er kommt jetzt rüber nach rechts, der kommt sogar zu euch. Wie konnte er den Turm denn schon so hart damagen? LOL, ist das dein Ernst? Guck dir mal bitte an, wie wenig Damage der Turm gekriegt hat. Und du heulst hier rum, er macht gleich den Turm weg. Ich kann nichts machen. Alter. Ich hab nicht drauf geachtet, weil ich hab nur gedacht, der Turm ist gleich down, ja? Ich hab mich schon... Dem, der meinte, ich hol jetzt meinen Stein, mach den Gegner platt, ist dann am Wegrennen und versteckt sich im Jungle, ja? Sag diesem Typen das bitte. Ey, da kam Krux auch noch an. Das war unfair. Aber guck dir mal an, wie wenig Damage... Ich hab mich schon gewundert, es ist siebte Minute. So wie Karma, viel ne? Damage soll der denn am Turm machen? Dann was nur los? Ich kenn Krux nur so, wie du den spielst und dann ist der OP. Ja, aber erst später. Also erst später legt er ordentlich los. Ja, komm. Gut, ich bin wieder auf dem Weg. Ich mach wieder meine Arbeit, einen kleinen Sammler aufstellen. Tada. Also ich muss ja, wenn ich mit dem Charakter erfolgreich spielen will, immer jemanden in meiner Nähe haben, weil ich halt Supporter bin. Das heißt, ihr dürft mich nicht alleine lassen. Oh, sonst stalk ich euch einfach und renne euch hinterher. Ich muss deine Nähe suchen. Komm her. Oh. Ja, komm her. Er braucht Streicheleinheiten. Oh, okay. Moment, so. Moment. Er braucht einen Stein. Jawohl. Du bist so entspannt. Gut, dann machen wir die Mitte. Iggy kommt, glaube ich, in die Mitte. Was will er denn, ey? Hier, kriegst du einen Stein. Iggy? Nein! Da ist er ausgewichen. Mhm. Okay. Klubschi, pass auf. Entweder Mitte oder Jungle. Ja, okay. Von welcher Richtung denn? Von links aus. Ich bin rechts im Jungle, ne? Ich gehe mich wieder skillen. Ich gehe mal kurz gucken. Ich sehe hier nichts. Okay. Also, lenk du Krux ab, damit er nicht zu mir in Jungle kommt, ja? Ja, alles klar. Ich lenke ihn zu dir. Komm mal mit. Weißt du, wirft mir ja, wenn du das machst, ne? Ich sag dir, ich finde raus, wo du wohnst. Da, wo mein Haus steht. Oh ja. Oh, mein Spielkamerad haut ab. Krux, kannst du die ziehen? Nee, ich habe gerade keinen Mana. Da? Und immer wenn ich rangehe, dann gehen die immer nach hinten, das nervt. Jetzt habe ich wieder. Jetzt kann ich es probieren. Ja, jetzt, sofort gehen die nach hinten. Komm mal hier rechts, warte, ich nehme jetzt Greystone. Ja, perfekt. Hat ja super geklappt. Bin ich, du hast dein Teleportationsding, dann teleportier dich über die und dann mach das. Dann können die dich nicht angreifen. Ja, wir sind noch nah am Turm vom Gegner. Dann drückt er mich ja einfach nur so schön. Warte, lass ihn mal kurz an. So,
dass er sich da nicht ranlässt. Luffy, wenn du kannst, geh mal nach rechts und helf den. Ja, kann ich machen. Egal, komm, bitte, ja. Greystone ist da und Greystone ist eigentlich wie zwei Charaktere auf einer Stelle, wenn du den richtig spielst. Der Mordor kriegt mich auf. Oh, schade, nicht getroffen. War der Stein knapp? Ich hab den leider nicht gesehen. Relativ. Das Einzige, was ihn interessiert, ne? Also ich bin mal zurück. Ich gehe weg. Ich hab 10 Spiel. Ach Mann. Wieder daneben. Klubschi, Krux ist wieder mittig. Ja. Ich werde da mal hingehen. Ja, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ja, der Trommler ist in der Mitte. Oh, wir kriegen Besuch von hinten, Rückzug. Wir sind hier im Dingenson. Der Trommler kommt nach rechts, ne? Mittig. Alter, wie Iggy und Scorch ist auch bei euch. Ja, ich sehe. Ich gehe mal den Sammler entleeren, was euch Krux jetzt überhaupt nicht helfen dürfte. Pass auf, der hat da zwei Schutztotems aufgestellt in dem Unsichtbarkeitsfeld da unten. Ihr habt da wirklich gerade fast jeden Gegner, den wir haben, auf der rechten Seite. Braucht ihr Rechtshilfe? Krux ist jetzt gerade noch einer von da unten. Mittig. Krux geht wieder mittig. Ja, aber Nabasch ist glaube ich gekommen gerade. Ja, oh, Krux ist wieder Krux ist bei euch, der ist nicht mittig. Ah, er hat eingetäuscht. Und ihr gehen Scratch auch. Soll ich nach rechts kommen oder? Durch die Mitte pushen. Einer muss mittig bleiben, falls da einer kommt, aber einer sollte auch nach rechts gehen. Ich gehe nach rechts. Dann bin ich mittig. Weil, ja, das ist grad hier. Wir könnten ganz gut einen Fernkämpfer gebrauchen hier. Ja, Jojo, ich bin da. Okay. Aber sonst ist das hier. Greystone ist mittig, ne? Ja, Greystone ist mittig. So. Geh nicht zu nah ran, nicht, dass er dich ranzieht. Mhm. Nabasch. Krux geht zurück, lass ihn mal. Ja. Jetzt haben wir nur noch Nabasch. Weißt du nicht, wie gut er so ist gegen mich? So, ihr seid ja hier kurz im Vorteil, dann gehe ich mal kurz mittig gucken. So, ist er gut? Mal gucken. Wo ist Greystone gerade in der Mitte hin? In welche Richtung? Ich glaube, er hat direkt fast die Hälfte verloren. Zu denen zurück, glaube ich. Boah, ich weiß es gerade nicht. Ja, hier ist gerade jetzt kein. Jawohl. Okay, ich gehe zurück zur Base. Bin dann gleich wieder da. Ich gehe auch mal ganz kurz zurück. Nabasch, halt Nabasch einfach nur kurz auf Distanz und komme ich gleich wieder. Jo. Also ich muss sagen, wenn man Nabisch zusammen mit Krux spielt, das muss eigentlich richtig gut sein, wenn man eine Lane pushen will. Ja, weil da kommst du so schnell durch. Nabisch kann deine eigenen Minions schneller machen und als Krux kannst du die gegnerischen halt wirklich innerhalb von 2 Sekunden wegnudeln. Oh. Das Gute ist ja wirklich, wenn du Nabisch bist und der Gegner hittet dich an, du hast wenig Leben. Drückst einfach mal Viereck, kannst nicht nur deine Verbündeten, sondern auch dich schneller machen. Nein. Kannst dann sozusagen wegrennen, als ob du gar nicht angehittet wurdest. Lauf! Mit Kreis kannst du sozusagen dein Mana gegen Leben tauschen, was auch richtig gut ist. Also der Typ kann was, man muss es halt nur richtig einsetzen. Glücksi, du springst immer noch? Was mach ich? Alter, wie das einfach mal aussieht bei mir. Hast du das gesehen? Was denn jetzt? Oh, diese dämlichen Flammenwerfer regen mich so. Du warst bei mir die ganze Zeit im Flug. Was? Echt? Ja. Nice. Ja, eben. Warte, ich zieh sie ran. Oh. Gut, wir dürfen das jetzt nicht einfach aufgeben. Wir müssen das hier verteidigen. Nö, ich gebe auf, ich bin weg. Okay, er ist weg. Fuck. Okay, haut der jetzt wirklich ab? Nee. Ich hol mir kurz den Sammler, ich bin gleich wieder da. Ja, die kommen gerade in den Turm und du holst dir da mal chillig den Sammler. Danke. Ja, klar. Okay, diese Lebensregeneration ist echt gut von dem Kerl.
Komm hier. Oh. ich glaube, wir müssen hier weg. Oh, wir haben Besuch gekriegt. Ja, oh, das ist ja unser Gideon. Ja, den habe ich gerade nicht gesehen. Ich habe nur die drei gegnerischen orangenen Streifen gesehen da. Nein, ich hätte ihn getötet. Fuck. Scheiße. Ah, warum bin ich gestunt? Oh, das ist sowas. Geh lieber zurück. Ja, so ein kleiner... Okay, die machen echt gut Schaden. Lacker hier. Glubschi stand im Weg und ich treffe ihn. Oh, ich stehe nicht im Weg. Wie kann ich denn im Weg stehen? Guck mich doch mal an, ich bin so klein und zierlich. Ja, sorry. Warte, ich geh mal unten in dieses Dings rennen, bleib du mal hier so. So, ich geh mal kurz zurück. Ich seh Nabosch nicht mehr. Warte, Nabosch ist weggegangen, lass auf Iggy und Scotch gehen. Ich geh von hinten rauf. Der hat doch keine Ult mehr. Ich zieh ihn wieder ran. Och Mann, er macht so gut Schaden. Oh, da ist noch ein Flammenwerfer. Och, ich bin tot. Er hat seine Flammenwerfer einfach perfekt gesetzt. Ich guck grad in seinen Nabosch. Also man muss sagen, die Gegner sind nicht schlecht, ne? Die können was. Langsam Nabosch angreift. Ja, aber das ist irgendwie auch nicht so, dass die jetzt deutlich besser sind als wir. So, das ist schon ziemlich ausgeglichen. Zum Anfang geht's eher darum zu verteidigen, finde ich. Pushen kann man später machen, wenn man dann die richtigen Karten hat. Hä? Oh. Wo hat denn der Mörder geschossen? Glubschi, hinter mir, komm mal zu mir. Jo, bin da. Oh, ich hab dich blockiert. Entschuldigung. Moment, Stein, so. Achtung, rechts. Danke. Kein Problem. Ja, das ist ein Problem. Kein Problem. Ganz gut jo, das ist ein Problem. Ich wollte gerade Iggy ulten und dann unser rechter Turm ist. Oh. Oh, scheiße. So, brauchst du Hilfe im Jungle? Ich bin nämlich jetzt auf dem Weg. Nö, alles weg. Krux ist mittig. Aber die Szene gerade, die hat mich gerade daran erinnert, was ich heute Mittag aufgenommen habe. Ich habe Destiny nochmal aufgenommen. PvP und da wollte mich ein Gegner abschießen. Ich dann erstmal so, nö. Dann greife ich ihn an, töte ihn fast und dann so, ja. Aber auch genau so. Also nö, ja. Rechte ist ziemlich viel los. Patsch. Linke Strecke meine ich, linke Strecke. Okay, Glubschi, gehst du nach links, ich bin mittig. Jo, kann ich machen. Dann kann ich hier aufpassen. Oh, nice. Hab den rechten Turm zerstört. Jo. Schön. Die ziehen sich gerade, glaube ich, irgendwie alle zurück hier links. Achtung, Nabosch. Hab ich gar nicht gesehen. Nein, Nabosch alleine ist irgendwie jetzt. Also, aber ja, wir sind im Turm. Ja, okay, ja. Jetzt weggehen. Nabosch und Iggy und Scrooge. Ist schon. Murdoch kommt zu euch rüber, ne? Ja. Aber wir gehen jetzt sowieso wieder zurück. Der eine Push hat gereicht. Hallöchen. Hollywood, bei dir ist einer in der Nähe. Ich weiß nicht, ich hab's jetzt nicht genau gesehen, ich habe nur einen Namen gelesen. Murda kommt zu dir, ist hinter dir. Ja, der ist bei mir. Und von hinten kommt noch Nabosch, warte, ich komm zu dir. Boom, erstmal ein Stein ins Gesicht. Wir sind bei euch, ich würde eher bei euch aufpassen. Ja, ich bin so gut wie tot. Wo bist du? Ah, ich würde jetzt gerne helfen, aber ich weiß nicht. Warte, komm hier. Nein, er hat mich angegriffen. Oh, scheiß Flammenwerfer. Ich kann nichts tun. Ich heil dich. Ich kann auch nichts machen. Nein, fuck. Geh lieber ein bisschen zurück, weil zu zweit sind sie echt stark. Die sind viel scheiße gewesen sogar. Moment, das tut mir jetzt leid. Braucht ihr Hilfe in der Mitte? Wir lassen den zu viel Freiraum. Haben wir den mittleren Turm eigentlich auch schon verloren? Den ersten? Ja, den ganz mittleren. Oder? Okay. Da muss ich mich aber auch entschuldigen, das war mein Fehler. Da habe ich ein bisschen gespielt. Okay, die sind gerade auf dem Weg, weil der Nabosch ist mittig. Der andere ging nach rechts. Ich
bin jetzt auch gerade Mitte. Wow, dieser Stein! Der war geil. Ich gehe jetzt mal nach rechts, das ist glaube ich sinnvoller. Sind jetzt gerade nicht so viele. Oh, Mitte, helfen. Oh, da kommen aber ganz schön viele jetzt gerade. Ja, Mitte meine ich. Über Tower-Seite. Mitte sind nur er zwei. Er geht echt also alleine auf Rampage. Wie dumm ist denn der bitte? Er hat Bock. Und jetzt kommt noch ja, kurz. Ja komm, also, das ist nicht gesund, was er da macht. Achtung, Gideon, alle kommen zu dir. Ich geh mal links rüber. Wir sind gerade, okay, drei Leute jetzt, Nabisch. Okay, Nabisch geht weg. Ich brauch eigentlich keine Hilfe. Ja, wir kommen alle zu dir rüber. Ja, ich kann keine Hilfe gebrauchen. Jo, bin da. Wenn die jetzt alle rüber gehen. Hat Greystone schon einmal seine Ulti eingesetzt bei einem von euch? Das kann man sehen. Nein, auf der ich Ult bin ihm noch nicht begegnet. Nee, ich auch nicht. Wenn sein Brustpanzer leuchtet, hat er Ult. Achso, hab ich ja gar nicht mitbekommen. Oh, das wusste ich aber auch nicht. Ich für die Info. Wenn die einer ranholen könnte, dann. Ach nee, Geruchs ist nicht hier, schade. Ja, der hat Ult. Der hat Ult. Okay, dann bringt mir das nichts, wenn ich schon ranziehe. Würde soll ich nach links kommen und einen ranziehen oder? Rechts will, glaube ich, geht. Ja. Okay, dann gehe ich ganz kurz nach links. Dann geht einer von euch nach rechts, weil rechts kommt Krux. Der Gegnerische. Ich komme jetzt einfach nach links und ziehe den da ran. Wer auch immer. Oh, drei Leute. Murdoch ist fast down. Den könnten wir kriegen. Ja. Soll ich von hinten rauf gehen und dann kommt der einfach von vorne rauf? Ja, das wäre gut, aber ja, nicht. Jetzt alle auf Murdoch. Habt ihr Murdoch? Er müsste da sein. Jo. Ja, Klubschi hat ihn. Oh shit, da habe ich ordentlich geschluckt gerade. Das habe ich zu spät mitgekriegt. Also ich bin weg. Krux kommt Vorsicht, zu Leute. Euch. Krux kommt zu euch. Ich komme rüber und helfe. Ah shit. Oh shit. Ich bin in eine Granate gelaufen, ne? Bisschen Schaden gegeben. So, jetzt bin ich schon mal starken Angriff. Die werden den Turm hier auch überrennen, ne? Ich kann alleine. Ah ne, ich bin nicht alleine. Sonst auch einfach die Ulti raushauen, wenn du kannst. Die habe ich gerade benutzt. Achso. Okay. Ja, das Dumme ist, die wurde geblockt. Ich weiß nicht wie. Ja, das ist manchmal echt ärgerlich. Also Krux kann die blocken und. Und was kann ich noch blocken von denen? Ich find's cool, wie effektiv Krux gegen Gideon eigentlich ist, wenn Gideon seine Ulti macht. Kannst du mit allen Sachen rausholen eigentlich. Oder ja. Chimera, ja. Wenn der auf Gideon springt, dann ist die Ulti ja auch vorbei, soweit ich weiß. Aber wenn du halt nichts gegen den hast, dann ist die Ulti von Gideon schon echt stark. Kann man da nicht das mehr stimmt. Viel machen, wenn du einmal drin bist. Ich find's lustig, wenn zwei Gideons gegeneinander spielen und beide das einsetzen. Oh, scheiße. Das habe ich noch nie mitgekriegt. Warte, ich bin auf dem Weg zu dir. Kacke. Ja, ja schön, komm, die hast schön, du. Schön, nice. Schön, schön. Geh drauf, Murdoch. Hat er seine Ulti? Ja, ja. Ja, hat er. Achtung, da kommen andere noch in den Jungle. Da kommen andere, komm zurück. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab Nabosch noch weggeschubst. Also, ich bin gleich wieder zurück. Schafft es links oder kann ich bitte bleiben? Müssen wir schaffen. Ja, gerade. Kannst du versuchen, den mittleren Turm von denen zu holen? Ja, kannst du machen. Aber rechts ist niemand halt. Hier, Prime, geh du mal wieder links, ich komme mal mittig und helf dir mal. Okay. Ja, und ich geh jetzt drauf. Ich dürfte eigentlich genug Schaden machen mit vier Minions. Okay, jetzt. Na, warte, ich gehe erst zurück zur Base, dann kann ich immer noch ein bisschen Angriff skillen. Aua! Nice. Jawohl. So, schnell zurück. Ich gehe mal auch kurz zurück, ich skill mich auf. Ach komm, lass mich in Ruhe gehen, Scott. Oh, jetzt kommen die ja zu viert. Hä, Greystone hat ordentlich einen Stein abgekriegt.
Aua. Hör doch mal auf damit. So, ich komme jetzt zur Mitte. Ich glaube, da könnt ihr mich gerade am besten gebrauchen. Ja, Gux kommt nach links. Kommt dir entgegen, glaube ich. Ja, okay. Oder bist du lang? Ah, nee, ich komme auch von der Base. Also mir kommt keiner entgegen. Außer jetzt bin ich bei euch. Iggy ist zurück und hier haben wir jetzt Murdoch und Greystone. Also ihr könnt noch aufgehen, also zu dritt dürfen wir nicht schaffen. Ja, ich unterstütze euch dann, ich kann euch heilen oder schneller machen. Ja gut, dann oh, alles klar. Let's go. Attacke! Ich zieh Mörder ran. So, den haben wir. Ich bearbeite hier Greystone ein bisschen. Der kommt hier nicht mal weg. Ja, so. Der ist schon mal down. Lupschi, kriegst du Greystone oder hat er noch seine Ulti? Warte! Ich komme gerade hinter uns ist Krux, dreh dich um. Ich komme. Hallo. Hilf mir so ein bisschen, sonst bin ich gleich tot. Ja, ich bin da. Oh, scheiße. Ich konnte noch weg. Wie viel Schaden der gemacht hat. Okay, den dürftet ihr holen. Oh, Greystone ist auch da. Ich weiß nicht, ob Nabash seine Ulti haben wir. So, fuck. Scheiße. Klubschi, ich bin bei dir. Ja. Ich habe aber leider keinen Mana mehr. Das ist dann schon mit Greystone. Fuck ey, Krux hätte ich gezogen. Ich glaube du auch. Ja, den hätten wir gekriegt. Aber immerhin hat Greystone jetzt seine Ulti weg und wir haben in der Mitte Ruhe. Eben. Da hat er dann doch ein bisschen viel riskiert. Und er ist direkt reingelaufen. Ich hatte mich ehrlich gesagt auch schon drauf eingestellt zu sterben. Weil Greystone und Krux... Ja, dann lass mal auf der linken Seite sterben. Was? Ich will nicht sterben. Ja, dann können wir gut helfen. Da kommt Krux. Okay, ich komm. Dann nehme ich nochmal die Mitte. Achtung, zieh dich zurück. Oder... Kann jemand vielleicht schnell einen Sammler abgreifen? Ja, ich kann schnell holen. Ich hab's versucht. Das hat leider nicht gereicht. Ein bisschen Damage hast du aber gemacht. Murdoch ist da unten, pass auf. Oh shit! Mach deine Ulti, wenn du kannst. Oh shit! Ich hab keinen Mana. Nee, ich mein Gideon. Achso. Aber jetzt warte erst, bis alle zusammen. Nein! So, ich hab die. Nein, ich dachte, ich stand ja hinter dir, ich wollte die blocken. Kacke. Shit. Komm schnell zu mir. Krux, warte. Das war übel. Bleib in den unsichtbaren Feld. Ja, ich bin drinnen. Das sind jetzt. So, komm jetzt von hinten, falls du kannst. Okay, los geht's. Jetzt. Und los. Okay, ich hab wie geil das gerade aussah. Murdoch, der ist angehittet. Prime rennt einfach eiskalt an Nabish vorbei, der gerade Gideon attackiert von uns. Eiskalt rennst du dran vorbei, das sah so geil aus.